Ja, hi Leute, ich bin's wieder, Nick Player Germanas. Und ich will euch heute zeigen, wie ihr kostenlos Minecraft 1.7.5 downloaden könnt. Dazu müsst ihr erstmal den Link öffnen, den ich hier schon habe. Der steht in der Beschreibung. Dann steht es hier, keine Lauschner, 1.7.4. Ah, es ist jetzt zwar 1.7.4, aber ich zeige euch dann, wie ihr auf 1.7.5 umstellen könnt. Auf jeden Fall ist es eine RAW-Datei, das heißt, wir brauchen ein Entpackungsprogramm. Ich empfehle 7-Zip. Einfach 7 und dahinter Zip. So, also gibt es für 32-Bit und für 64-Bit. 32-Bit hat eben unter 2 GB und 64-Bit über 4 GB. Ich habe jetzt 64-Bit, weil ich 4 GB habe. So, dann öffnen wir. Natürlich ist der Link auch in der Beschreibung, auch für 32-Bit und für 64. Dann müsst ihr einfach dann hier auf zum Download. Ich habe das Ganze schon gemacht, deswegen kann ich das jetzt schließen und ihr müsst euch hier die downloaden, die Datei. So, dann sagt Datei speichern, geht auf OK. Geht der hier schnell runter, geht ganz schnell. Es dauert ein bisschen, weil ich jetzt aufnehme. Jetzt hier auf Ordner öffnen, senden, also hängt es, es geht gleich wieder, genau, so, jetzt ziehen wir das einfach hier nach Desktop, so, ja, so, dann können wir das Internet jetzt hier schließen und gehen, haben wir diese Datei auf dem Desktop. Jetzt gehen wir mit rechter Maustaste drauf, 7-Zip, Datei entpacken. Sag mal, wo es hin soll. Und wir sagen nach Desktop. Und okay. Jetzt sagen wir okay. Und die ganze Datei ist schon entpackt. So, diese Datei könnt ihr jetzt in einen Papierkorb machen. Ja, und dann könnt ihr eure Minecraft-Lauschner starten. So, wenn ihr den startet, müsst ihr jetzt bei euch theoretisch. Also, jetzt kommt hier, müsst ihr euch anmelden. Ich nehme jetzt mal irgendwas. Nick Player. So, log mich ein. Und jetzt steht hier 1.7.5. Bei euch könnte es sein, dass da hier 1.7.4 steht. Da müsst ihr einfach New Profile. Und dann könnt ihr hier die ganzen Versionen auswählen. Ich nehme jetzt zum Beispiel jetzt 1.7.5. Gehe auf Save Profile. Und dann könnt ihr sofort loszocken mit Kynet. Ja, das war's auch schon wieder von mir und dann bis zum nächsten Video. Lasst ein paar Abos steigen, Alter, und dann bis zum nächsten Mal.